Hallo, liebe Leute, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf der Erlengrad. Ja, wir sind in Folge 82. Wir sind gerade mal am Unkrautspritzen. Genau, sieht's aus. Wir haben zwei Felder vor uns, die müssen wir beide mit Unkraut spritzen. Die erste Bahn ist gerade mal gemacht. In der letzten Folge habe ich ja die Bahn angesetzt und ihr seht, jetzt ist die erste Bahn gemacht. Also, ne? Funktioniert schon. Ich wollte eigentlich beim letzten Mal noch erwähnen, was ich noch so Schönes jetzt vorhatte. Also diese beiden Ernten, die wir jetzt hier auf den beiden Feldern drauf haben, also die beiden Fruchtsorten, nämlich Raps und Soja, die sollten einmal stumpf verkauft werden. So simpel ist das Ganze. Schweine und sowas sind nicht geplant, also für irgendwelche Schweinefuttermischungen oder sowas braucht man das Zeug nicht. Wir haben auch keine Biodieselanlage oder irgendwie sowas bis jetzt hier drauf, dass wir es irgendwie dafür gebrauchen können, auch das nicht. Sondern das wird uns einfach Geld bringen. Und zwar ist es dafür gedacht, dass wir dann erst im ersten Schritt uns Maschinen leihen können, nämlich eine Maschine zum Zuckerrüben pflanzen und hinterher dann eine Maschine zum Zuckerrüben ernten. Die Ernte wird dann in die in Zuckerfabrik gebracht, da können wir gleich mal eine Runde rüber hüpfen und der Rest wird eingelagert. Das ist die ganze Idee. Das können wir uns jetzt auch mal einfach angucken, weil wir brauchen hier nicht unbedingt beibleiben. Ich kann auch einfach direkt hinhüpfen, das macht das Ganze ein bisschen einfacher. Da ist die Sugar Factory und besuchen. So, jetzt stehen wir hier im Dunkeln und da seht ihr auch schon Sugar und er braucht Sugar Beets und dann kriegen wir hier automatisch schön die Paletten raus. Das ist die ganze Idee. Ne, das ist alles, was wir machen müssen. Bisschen dunkel hier, aber ja, hier ist die Abgabegeschichte. Da müssen wir hin. Wenn wir das Ganze uns jetzt angucken, ich weiß jetzt gar nicht, wie viel hier reingeht. Das können wir aber gleich mal kurz abtesten hier, wenn wir hier schon sind. Da gehen über 100.000 Liter rein. Das ist schon mal ganz ordentlich eigentlich als Startvariante. Wir werden von den beiden Feldern aber mehr wie 100.000 Liter runterholen, tippe ich mal so ganz grob. Da wir jetzt ja schon an höherwertigen Früchten oder an ganz hochwertigen Früchten von den Feldern schätzungsweise so um die 40.000 Liter runterholen werden, wenn man das mit dem Feld 5 vergleicht, was wir vorher hatten, also das Feld, was hier nebenan ist, neben der Industrieecke, kann man davon ausgehen, dass es ein Vielfaches davon an Zuckerrüben sein wird. Weil einfach der Preis pro Liter niedriger ist, aber dafür die Ernte, also der Ertrag pro Hektar höher. Ne? Das ist der ganze Trick. Ja, das werden wir machen. 100.000 hier rein, der Rest geht auf Lager. Beim Lager können wir natürlich mal gucken. Das haben wir ja gesetzt, das müsste hier bei uns hier in der Liste auftauchen. Obwohl, nee, so taucht es da nicht auf, das kann ich besser hier gucken. Silos. Ja, da seht ihr noch die anderen Einheiten, die wir so haben. Da haben wir das Lager. 500.000 Liter gehen da pro Frucht rein. Also sollte es gar kein Problem sein, egal ne, wie gut die Ernte rausfällt, es wird nicht insgesamt 600.000 Liter Zuckerrüben sein. Das heißt, die Zuckerrüben sind auch nicht zum Verkaufen und sowas gedacht, sondern einfach nur, um nach und nach Zucker zu produzieren. Und zwar einfach Zucker zu produzieren für diesen freundlichen Nachbarn hier. Diesen freundlichen Nachbarn habe ich in einer anderen Variante einmal kurz gezeigt, nämlich auf der Sussex. Und da hatten wir einmal eine Viertelsekunde lang sozusagen einmal was laufen und das war's. Hier müssen wir nämlich Milch reingeben. Das kann ich natürlich am einfachsten auch mal so zeigen. Ne? Da seht ihr es, öffnen das Ganze. Da ist die Produktionsgeschichte und hier muss rein Zucker und Milch, um Käse, Eis und Butter rauszukriegen. Das ist der ganze Trick. Ne? So läuft das. Und deswegen, ne, Milch, das ist ja die große Geschichte, die wir mit den Kühen machen wollen, dafür haben wir es ja. Zucker ist ja der einzige Grund, warum ich da einmal Zuckerrüben machen will, damit wir hier die Zulieferung haben. Danach hängt es eigentlich nur noch daran, wie viel Milch wir generieren können und wie schnell wir den Kram dann hinkriegen. Weil eine Angabe pro Stunde habe ich hier jetzt leider nicht. Müssen wir halt mal gucken, was dann dabei rumkommt. Ne, aber wir haben von jeder Sorte 40.000 Liter an Ergebnis, das heißt, das sind 30 Paletten insgesamt. Also das ist schon mal ganz, ganz ordentlich, kann man nicht anders sagen. Weitere Alternativgeschichten an Produktion kann man natürlich auch noch setzen. Ich weiß gar nicht, ob ich hier noch Produktion mit drin habe, das könnte gut sein. Ja, da haben wir es auch schon. Da ist ja einer der nächsten Schritte, wäre die Cookie-Variante.
Und bei der Cookie-Variante ist der Punkt dabei, dass wir dafür auch Zucker brauchen. Den haben wir dementsprechend eh. Und dass das die zweite Tiersorte, die ich hier noch angedacht hatte, ne, könnte dementsprechend dann Eier werden. Genauso wie wir auf unseren beiden Feldern dann zum Beispiel Mehl anbauen können, indem wir nämlich Mais anbauen, weil wir nämlich Maismehl rauskriegen. Ihr seht vom Zeichen, das Maismehl ist exakt das Mehl, was auch hier die Maschine nimmt. Genauso wie der Zuckerpart, den wir hier haben, auch genau der Zucker ist, der genommen wird. Und Eier ist das, was wir produzieren, und die drei Produkte kommen dann raus. Das dürfen dann nämlich Cookies, Donuts und Brot sein. Ne? Genauso hier zum Beispiel, wofür sind die Flour-Geschichten? Die würden uns nämlich Milch ab, die würden uns nicht Milch, die würden uns Mist abnehmen, den wir selber produzieren. Das heißt, die Gülle können wir dementsprechend immer schön, schön auf die Felder bringen. Da können wir uns irgendwann mal ein Güllefass von holen. Und wir können dann hier schön mit dem Mist dann Blümchen kriegen. Und die Blümchen können wir dann an den Kollegen anliefern, der hier mit der Bienenfarm den Honig macht. Weil da müssen die Bienchen hin. Da muss auch Wasser hin, und den kriegen wir Honig und den können wir verkaufen. Das ist der ganze Punkt. Einen Verkaufspunkt für Zucker können wir auch noch setzen. Ne? Wenn wir den nicht eh schon so mit drin haben in der Liste, dann könnten wir halt den dann noch mitsetzen. Ne? Das ist die Zuckerfabrik, die wir ja gerade schon gesehen haben. Und wir hätten noch die Möglichkeit, sogar eine Kraftstoffherstellung zu machen. Ne? Hier braucht man aber Raps und Methanol. Das ist was, was man dann, glaube ich, unter Paletten hier da extra dazu kaufen muss. Ne? Also ich habe auch nicht keine ganz einfache, simple Variante, sondern auch schon ein bisschen aufwendige Variante an der Treibstoffproduktion hier mit drin. Also wie gesagt, wir haben hier noch einige schöne Sachen drin, mit denen man auch noch was anfangen kann. Ne? Wenn wir hier noch weiter rüber gehen, sehen wir hier, könnten auch mal noch eigenen Dünger, eigenen Pflanzenschutzmittel, Flüssigdünger, Saatgut, alles selber produzieren. Und wenn wir ganz wild werden würden, und könnten später sogar noch auf irgendwie auf Schweine gehen oder halt auch hier mit diversen Zutaten extra noch ne, so ein komisches Zeug produzieren. Auch das wäre machbar. Alles Produktion, die ich dann selber auch noch nicht genutzt habe, also noch nicht in Action hatte. Ja, diese hier hatte ich schon in Action. Die sind bewährt und schön kompakt. Und deswegen kann man die hervorragend nehmen. Und da könnte man dann auch sagen, okay, ich produziere dann halt die Sachen wie zum Beispiel Dünger dann auch selber, den wir benutzen. Dann brauchen wir nicht zukaufen. Ne? Und für die Düngerproduktion braucht man, glaube ich, einfach nur Mist, meine ich. Und bei Flüssigdünger kommt dann noch Gülle oder irgendwie sowas dazu. Und das haben wir ja auch dementsprechend selber. Ne? Mist und Dünger. Mist und Gülle. Das heißt also, die Sachen dafür könnten wir auch anliefern. Genau für Saatgut braucht man dann wieder den Dünger und braucht man wieder Getreide. Also das ist eigentlich alles okay. Also das könnte man alles dementsprechend noch organisieren. So, da bin ich wieder mal eine Runde gesprungen, weil ich hier die Vermutung, und meine Vermutung ist richtig, dass der Kollege hier Nummer 1 durch hat. Gut, dann fahre ich jetzt auf der Seite an. Das ist für mich eine Ecke einfacher, weil da hinten ist eine gerade Kante. Dann kann ich das ein bisschen besser ansetzen. Seht ihr, da habe ich durch mein ganzes Gelaber schon ein komplettes Feld gespritzt. Das hat doch schon mal was. So, hier sind wir am Ende. Bremsleuchten werden schön übernommen von der Spritze. Schöne Geschichte. So. So sollte das. Ja, ist ein bisschen knapp vielleicht. Aber ein bisschen so. So sollte er es hier auf jeden Fall übernehmen. Dann machen wir mal den Helfer wieder an. Ja, er spritzt bis in die letzte Kante. Der Regen ist auch noch da, aber das ist gar kein Problem. Unsere Sachen laufen jetzt. Unsere Wiesen hier unten, die haben wir auch gedüngt. Hier haben wir jetzt nicht gedüngt. Da müssten wir eigentlich eine Runde kalken, aber hier ist das Kalken vielleicht noch nicht ganz so wichtig. Und auch hier haben wir nicht alles abgeerntet. Wenn wir nämlich jetzt einfach mal hier zurückschalten würden und würden hier den Graspart anmachen. Dann seht ihr, dass das da nämlich wieder im Wachstum ist, weil das ist der Bereich, den wir nämlich schon geerntet haben, sozusagen, also gemäht haben. Nur der kleine Bereich hier ist der neue, der noch gekalkt werden müsste. Aber insgesamt müsste alles gekalkt werden, wenn man ehrlich ist. Ich muss auch mal gucken, wie es nach der nächsten Ernte ist. Es kann gut sein, dass wir die beiden Felder dann auch kalken müssen, wenn wir so größer mal ins Kalken einsteigen. Ja, vom Erntewachstum her ist jetzt zwischenzeitlich die Stufe so weit, dass hier jetzt wieder alles zum
mähen ist. Das heißt, wir können, wenn die Drescher und sowas hier und der Abfahrer sich hier gemütlich darum kümmern, können wir wieder anfangen, unsere Wiesen zu mähen. Das ist schon mal sehr gut, muss ich sagen. Ne? Weil wir hatten ja das Problem, dass hier eine Wachstumsstufe nicht ganz mitgeschaltet war. Aber wie gesagt, wenn wir hier nochmal in die Richtung gehen, wir müssen da auf jeden Fall noch eine Runde kalken und die anderen Wiesen brauchen noch nicht gekalkt werden. Das ist okay. Das hier oben ist ja auch noch unsere zum Teil, ne, oder? Gucken wir mal noch. Ja, der Bogen, da gehört noch uns. Die Straße gerade und hier oben die Schleife rein. Sehr schöne Geschichte. So, ja, er sucht sich jetzt hier wieder einen Anfang, aber das hat ja bei dem anderen Feld auch funktioniert, ne? Seht ja selber, das ist ja auch hier komplett befreit worden. Das macht er jetzt hier wahrscheinlich auch. So, okay, wir gucken mal, wie sich die Preise jetzt hier entwickelt haben zwischenzeitlich. Wir sehen, bei Silage steht er jetzt. Das heißt also, das ist schon mal gut. Ist Rock Bottom erreicht sozusagen. Und jetzt geht es nur auf dem Weg nach oben. Das ist schon mal okay. Und er scheint es plötzlich nicht mehr zu wollen. Warum weiß ich nicht. Das war natürlich hier super geschickt, das gestehe ich zu. Ich wollte eigentlich hier gucken und dann sagen wir, warum willst du denn nicht? Ist die Winkelgeschichte hier vielleicht ein Tick zu mehr, zu viel für ihn? Oder? Jetzt muss ich natürlich gucken, ob ich in der richtigen Breite angesetzt hatte, aber ich glaube schon, ich war eigentlich relativ großzügig. Ja, wir haben keinen rosa Streifen dazwischen. So, gut, aber da der Wachstumpart ja so schnell nicht ist, ne, habe ich auch kein Problem damit, wenn wir jetzt ein bisschen dabei vorspulen. Weil wir dürfen das Spritzen fertig kriegen, bevor es reif wird, weil nur dann können wir nicht mehr spritzen. Das ist der ganze Trick. Deswegen werden wir jetzt hier ein bisschen die Nacht mal vorbeiziehen lassen. Wir sehen unser Geld da langsam verschwinden. Ne? Klar, Pflanzenschutzmittel und ab und zu mal ein bisschen Lohn, aber wie gesagt, das nächste, was wir. Ja, da kommen natürlich ein bisschen Kreditzinsen, obwohl das geht eigentlich noch. 477 bei dem Kredit, den wir haben. Ja, bisschen Lohn, bisschen Betriebskosten. Ja, nicht ganz so wild, 1000 Euro ungefähr. Ja, kann man mit leben. Ja, wir werden jetzt auch, wollen wir das auf jeden Fall auch überleben. Zur Not können wir natürlich immer irgendwas verkaufen, aber. Brauchen wir momentan ja gar nicht. Wir können nämlich einfach mal ganz locker flockig hier den Spaß arbeiten lassen. Und gucken, wie sich dann die Preise entwickeln. Weil das ist jetzt das Interessante, ob sich hier irgendwann wieder was tut. Ich muss mich den, ne, Pfeil hier nach oben haben. Ihr seht gerade hier Eier, ne? Da kann man Vermögen mit verdienen mit Eier. Milch, die Milchpreise sind auch gar nicht mal so ohne. Ne? Ihr seht selber, auch die können wir hier 2600 beim Supermarkt. Das ist natürlich schöne Summe schon. Wolle wäre auch was Feines. Also man könnte auch Schafe hier machen. Die machen auf Wiesen vielleicht auch Sinn. Die sind nicht unbedingt so in den Bergen unterwegs, aber in den flacheren Bereich könnte man hier dementsprechend auch eine Schafsgeschichte hinstellen. So, jetzt gucken wir natürlich nochmal. Wir haben jetzt hier Raps. Das ist unsere Nummer 1, da ist der Preis gut. Sonnenblumen schmiert gerade ab und die Felsbrunnen-Getreidemühle schmiert gerade ab. Das ist nicht wirklich gut, weil wir wollten natürlich das hier verkaufen. Wir haben mit knapp um die 2000, glaube ich, einen relativ guten Preis für Sonnenblumen. Bloß der Preis für, ne, die wir zum Glück nicht angebaut haben, weil der beste Preis ist hier momentan 2370 für den Rapspart. Das heißt, den Raps ist auch das, was wir als erstes verkaufen werden. Sprich, wir werden den auch als erstes ernten, das Rapsfeld als erstes. Dann gucken wir bei Soja, wie sich der Preis entwickelt hat. Ich hoffe, dass hier irgendwas wieder ein bisschen nach oben geht, weil sonst, ich sag mal, wenn wir den Raps verkaufen, sollten wir genug haben, um uns das, das Equipment leihen zu können, um die Rübengeschichte zu machen. Das sollte also nicht das Ding sein, wenn wir dann tatsächlich sagen, okay, wir lagern jetzt einfach mal den Sojapart ein und verkaufen dann, wenn der Preis gut ist. Ne? Wir wissen ja selber, der geht über 3000, aber hier steigt er langsam bei der Getreidemühle, also müssen wir nur mal auf die Entwicklung gucken. Vielleicht hat sich hier zwischenzeitlich auch schon was getan. Nee, noch nichts.
Ne? Hier seht ihr auch die anderen Produkte, die halt noch kommen können und was dann dementsprechend an Geld dabei rauskommt. Ihr seht hier auch selber vernünftige Zuckerpreise. Wir haben auch hier Mehlpreise dann später hin. Die Blumen lohnt sich nicht zu verkaufen, die brauchen wir einfach nur dazu zu machen. Aber hier sind unsere Molkereiprodukte noch, ne? Die auch dementsprechend von den Preisen her schwanken. Und muss man einfach gucken, was dabei denn sinnvoll rüberkommt. Ne? Wie man die Sachen bei der Getreidemühle verkaufen will in Felsbrunn, weiß ich nicht, muss ich zugestehen, weil ich weiß nicht, wie ich da Paletten hinkriege. Gab es da einen Wagen für Paletten? Ich glaube nämlich nicht. Das heißt, das sind wahrscheinlich dann die guten Preise, die wir dann nicht wahrnehmen können. Ja, und die Bäckergeschichten, die haben wir hier nochmal am Ende. Da seht ihr nochmal Brot, Donuts und Cookies. Ne? Auch da haben wir einigermaßen vernünftige Preise. Das wäre noch die Wurstgeschichte. Hier ist noch der Honigpart zwischen, was ich vorhin noch gesagt hatte. Und hier vorne ist der Wodka-Part. Das ist ja all das, was wir hier noch drauf haben. So, es ist zwischenzeitlich hell. Bevor es jetzt hier in die letzte Stufe geht, habe ich es jetzt wieder ein bisschen runtergeschaltet. Wir müssen mal gucken von den Wachstumsstufen, wie es aussieht. Dafür sollte ich als erstes mal wieder das Gras ausmachen. Wir wissen, dass unser Gras reif ist an der Stelle da drüben. Da sehen wir sind also noch nicht in der ganz dunklen Phase. Wir sind hier, in der ist ungefähr. Und wir machen hier noch eine Bahn und hier noch ein bisschen Korrektur für den anderen Part. Das ist okay. Ja, und noch eine ganz andere Geschichte. Wir sind am Ende der Folge für heute. Also ich werde die Bahn hier nochmal laufen lassen. Wir sehen uns dann morgen in der Folge wieder. Da machen wir noch ein, zwei Korrekturen und schmeißen den Spaß dann so weit an, dass wir loslegen können, wenn er die ganze Geschichte hier erntefähig ist. Und gucken dann mal nach den Tieren. Ja, dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Hoffe, dass es euch gefallen hat. Würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei sein würdet. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen passenden Daumen da. Ich würde mich sehr über ein Teilen freuen und ein Abo wäre spitzenmäßig. Dann sage ich nochmal vielen, vielen Dank für die Unterstützung. Ja, und bis morgen.